Hallo, mein Name ist Raffaela, ich bin Ärztin und Tierbefreiungsaktivistin. Wir sind heute hier, um über die vergessenen Opfer unserer Welt zu sprechen, die Tiere. Und über das größte Verbrechen unserer Zeit, das Massaker der Tierindustrie. Was wir auf diesen Bildern zeigen, ist Alltag für die Tiere in der Tierindustrie. Diese Bilder kommen sowohl in der Massentierhaltung wie auch in den Bioindustrien vor. Was wissen wir über Schlachthöfe? Was lernen wir darüber in der Schule? Wie geht es den Tieren dort? Ist das ein schöner Ort, um zu sein? Ich glaube, keiner von uns würde gerne mit diesen Tieren Platz tauschen. Heutzutage reden so viele von uns über Fairness. Was bedeutet Fairness? Mitgefühl, Gütigkeit, fair miteinander umzugehen. Wenn wir über Fairness reden, dürfen wir niemanden ausschließen, der leiden kann. Jeder, der zu Hause einen Hund oder eine Katze hat, weiß ganz genau, dass alle anderen Tiere genauso leidensfähig sind wie wir Menschen. Wenn wir über Fairness reden, müssen wir also über die Tiere reden. Ich bin der Meinung, dass man Leid nicht in Worte fassen kann. Deshalb bitte ich euch, auf diese Bildschirme zu schauen und euch anzusehen, was die Tiere jeden Tag in unserem Namen zu ertragen haben. Leid ist nicht in Worte zu fassen. Keiner kann beschreiben, wie es einem Schwein geht, wenn es mit einer Elektrozange umfasst wird und bei lebendigem Leib gegrillt wird, nur um betäubt zu werden und im nächsten Schritt umgekehrt aufgehängt zu werden und auszubluten. Die Tiere in den Tierindustrien werden durch den Menschen systematisch unterdrückt, versklavt und ermordet. Und wofür? Wir wissen aus ernährungswissenschaftlichen Untersuchungen seit über 100 Jahren, dass wir keine tierischen Produkte brauchen, um gesund zu sein. Wir können gesunde, glückliche Veganer sein. Und es gibt nur vier Gründe, weshalb wir tierische Produkte also konsumieren. Tradition, Geschmack, Gewohnheit und Bequemlichkeit. Wir alle sind vegane Aktivisten und wir meinen, dass diese vier Gründe nicht ausreichen, um diesen Tieren das anzutun. Es gibt keine Rechtfertigung dafür, was den Tieren in den Tierindustrien passiert. Wir reden über das größte Verbrechen, die vergessenen Opfer. Hallo? Ja. Die vergessenen Opfer unserer Gesellschaft. Fahren wir zum nächsten Massentierlager, wo Hühner, 26.000 Hühner, in einer fensterlosen Halle gehalten werden und ersetzen die Opfer mit Menschen. Und was haben wir dann nachgebaut? Ein Konzentrationslager. Schauen wir in die Augen der Tiere, die ihnen lassen, als entindividualisierte Opfer durch die halbe Welt gekarrt werden. Und was haben wir dann nachgebaut? Transporte, Gefangenentransporte. Und dann kommen wir an einem Ort, wo wir alle nicht gern wären, dem Schlachthof, wo wir im Blut unserer verwandten Spezies stehen, ihre Schreie hören, ihr Zittern, bedreckt mit Kot und Tränen. Dort wären wir nicht gerne. Und was ist das für ein Gebäude? Gebäude, um Tiere zu vernichten. Was ist, wenn wir dort die Tiere mit Menschen ersetzen? Was haben wir dann nachgebaut? Ein Vernichtungslager. Österreich hat immer noch Gaskammern. Österreich hat immer noch Konzentrationslager. Der Holocaust der Tiere ist das schlimmste Verbrechen unserer Zeit. Und ich bitte euch, nicht wegzusehen von diesen Bildern. Ich bitte euch, euch hineinzuversetzen in das Leid der Tiere. Denn jeder, der nicht vegan ist, ist für diese Bilder verantwortlich. Wenn ihr schon weiterhin Fleisch, Milch, Eier, Käse, Leder, Felle oder Tiere, die an Produkten getestet wurden, konsumieren wollt, dann seht wenigstens hin und seht, was ihr damit anrichtet. Ich bitte euch, Mitgefühl mit diesen Tieren zu haben, denn das ist alles, was man als Veganer haben muss. Man muss sie einfach nur in Ruhe lassen. Es ist nichts Ehrenwertes daran, vegan zu sein. Es bedeutet einfach nur, nichts mit dem Leben anderer Tiere zu tun zu haben und noch nicht einmal mit ihrem Leid. Als Veganer müsst ihr keine Tierliebhaber sein, keine Baumumarmer und ihr müsst auch nicht auf der Straße stehen und große Reden schwingen, nur um euch für die schwächsten und die vergessensten Opfer dieser Welt einzusetzen. Das Einzige, was Veganer tun, ist, Tiere erst einmal in Ruhe zu lassen. Es ist die moralische Nulllinie. Tieren nichts weh zu tun, ist nicht
extrem. Sich zu wünschen, dass nie wieder ein Tier im eigenen Namen zum Schlachthof gefahren wird, ist nicht extrem. Veganismus ist die moralische Nulllinie. Dann tut ihr erstmal keinem Tier weh. Ich bitte euch, über Veganismus euch zu informieren. Schaut den Film Dominion auf www.watchdominion.com. Und wenn diese Bilder zu schlimm sind für eure Augen, warum? Warum sind diese Produkte denn gut genug für euren Magen, wenn es nicht gut genug für eure Augen ist? Danke euch.